herzlich hier in der Martinikirche begrüßen. Ich bin sicher, dass es ein interessantes Programm geben wird. Ich mache die Ansprache jetzt auch ganz kurz. Ich freue mich, dass Frau Gordana Prade die Moderation übernimmt. Mir bleibt es eigentlich nur, Ihnen viel Spaß bei diesem Programm zu wünschen. Herzlichen Dank. Ja, auch von uns und im Namen der Kinder der Grundschule herzliches Willkommen hier in der Martinikirche. Vor allen Dingen ein herzliches Willkommen von den ganz vielen aufgeregten Kindern, die wir da hinten in der letzten Reihe und auch hier vorne haben, die in den letzten Wochen und Monaten ganz viel geübt haben, damit wir heute hier eine schöne Aufführung präsentieren können. Viele Vorbereitungen und Proben, das habe ich gesagt, aber auch an dem heutigen Tag geht es eben halt nur mit viel Hilfe und Unterstützung. Und deshalb wollen wir uns im Vorfeld auch ganz herzlich bei unseren Kolleginnen bedanken, die uns hier unterstützen, den Eltern, den Schülerinnen und Schülern, die eine Menge Kram von zu Hause anschleppen, damit wir hier ein Bühnenbild bauen können, und natürlich auch bei der Kirchengemeinde Feckenstedt. Wir beginnen unsere heutige Aufführung der Grundschule mit einem Instrumentalkonzert. Das heißt, alle Kleinen aus unserer Schule, die bereits extern Musikunterricht nehmen, Instrumentalunterricht, und die sich trauen und heute Freude haben, werden sich an ihren Instrumenten heute zeigen. Wir haben kleine Künstler an der Gitarre, an der Flöte und am Klavier. Hier auch von unserer Seite, von Herrn Hauf und von mir, ein herzliches Dankeschön an all die Musiklehrer, die das einstudiert haben, denn wir haben das ja letztendlich hier nur zusammengestellt und nochmal wiederholt. Jetzt würde ich unsere kleinen Künstler hier vorne, die Instrumentalkinder, bitten, alle nach vorne zu kommen, sich hinter ihren Notenständer zu stellen, und dann können wir gleich anfangen. Wo ist denn deine Flöte? Du bleibst erstmal hier vorne stehen. Denk an nichts anderes. So, ich werde jetzt immer erst das Lied ansagen und dann, welche Kinder uns an welchem Instrument etwas darbringen. Alle spielen sie Weihnachtslieder, und wir beginnen mit So viel Heimlichkeit mit Anthea und Victoria an der Flöte. Ganz prima. Und wir hören jetzt das Lied Stille, Stille von Marlene, Romy und Rosi. Alle drei Mädchen spielen Flöte. Morgen kommt der Weihnachtsmann, gespielt von Nele, Emily und Surya an der Flöte.
Bald nun ist Weihnachtszeit. Wir hören Luise, Fenja und Helene. Hören wir ein Lied, was wir heute noch einige Male hören, weil es viele Kinder einstudiert haben. Es heißt Guter, braver Nikolaus. Dazu spielt die Lena an der Gitarre, die Ida Marie an der Flöte und Herr Hauf unterstützt das ein wenig am Klavier. Jetzt brauchen die Mädels meinen Notenständer. Deshalb müssen wir jetzt mal kurz umbauen. Hören wir jetzt Till mit Jingle Bells, auch mit Klavierunterstützung. Er selbst spielt Flöte. Begegnet uns wieder der gute, brave Nikolaus, diesmal gespielt von Jonas, Finja und Sophia. Alles gut, habt ihr super gemacht. Wir müssen das noch ausdiskutieren, was da schiefgelaufen ist. War alles in Ordnung. So, wir hören jetzt Surya mit den Weihnachtsliedern Stille Nacht und Fröhliche Weihnacht. Herr Hauf und ich versuchen das ein wenig mitzuspielen.
zum Abschluss unseres kleinen instrumentalen Beitrags hören wir jetzt Nele am Klavier, Allegro alla Turca. Und da das vierhändig ist, wird sie von Herrn Hauf dabei unterstützt. Viel Vergnügen. Kleines instrumentales Programm. Wir werden jetzt ganz schnell Notenständer, Noten und Instrumente in Sicherheit bringen und die Requisiten aufbauen. Und dann geht es gleich weiter. Kleinen Moment Geduld. Thank you.
Es gibt so viele Dinge, die jetzt ganz wichtig sind. Man Angst hat, dass man es vergessen hat. Obwohl wir doch, bevor wir anfangen mit dem Weihnachtsspiel, erstmal noch gemeinsam ein Lied singen wollen. So haben wir es doch auch geübt. Dieses Lied heißt Mach mit mir eine Sternenreise. Der Chor singt und wird von der Percussion-Gruppe von Herrn Hauf kräftig links neben mir unterstützt. Viel Spaß dabei. Mach mit mir eine Sternenreise, lass deine Gedanken fliegen, träume deine Träume, entdecke Neues und lass dich überraschen. Vielleicht kann aus das heute ein Motto für diesen Nachmittag sein, denn wir haben noch eine ganz kleine Überraschung mitgebracht. Ein Lied, das ganz viele von Ihnen kennen und was in dieser Weihnachtszeit eigentlich oft gesungen und gehört wird, was auch zu einem typischen Weihnachtsmärchen passt. Sie kennen es alle. Drei Haselnüsse für Aschenbrötel. Und wir singen es heute mit einem Weihnachtstext, mit Unterstützung des Chores. Also auf! Thank you.
So, ich glaube, die drei Weisen können sich schon mal auf ihren Platz begeben. Ein kleines Kindermusical, ein Weihnachtsmusical haben wir für heute vorbereitet. Es heißt Der Stern von Bethlehem. Es ist ein Musical von Dagmar und Klaus Heitzmann. Hier wird die klassische Weihnachtsgeschichte mit modernen Liedern musikalisch und auch theatralisch erzählt. Dabei werden wir von Herrn Hauf am Klavier und der Percussion-Gruppe unterstützt. Die Chormelodien wurden alle in der Chorgilde einstudiert und die Texte sprechen Kinder der Theatergilde. Durch das Programm führen uns heute die Erzähler, die sehen wir oben auf der Kanzel. Das sind Nele und Finja. Ein paar Worte zur Handlung. In einer Sternwarte in Babylonien forschen drei weise Männer. Das sind bei uns heute drei weise Frauen, Luise, Surya und Anthea, nach einem lange vorhergesegneten Stern. Dieser soll einen ganz besonderen König ankündigen, der allen Völkern Segen und Frieden bringt. Nach langem Warten erscheint endlich der Stern und die drei Weisen machen sich auf den Weg, diesem zu folgen. Ihre Reise führt sie nach Jerusalem, wo sie neugierig von König Herodes, in dem Fall Nele, empfangen werden. Der ganze Hofstaat ist in Aufregung. Jonas ist der Hofstaat. Die Zeremonienmeister Anton und Markus versuchen, Ordnung in die Audienz zu bekommen. Und der Fanfarenbläser Max kündigt alle Besucher an. Neben den drei Weisen werden auch die Schriftgelehrten Till und Kai zum König gerufen. König Herodes möchte mehr wissen von den Weisen und bittet diese, ihn zu informieren, sobald sie den Stern gefunden haben. Die Weisen machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Vor dem berühmten Stall treffen sie eine Gruppe von Hirten, das sind bei uns Finja und Max, die bereits im Stall waren. Diese erzählen aufgeregt von der Geburt des neuen Königs und von den Engeln, die ihnen die Geburt Jesu auf dem Feld vorausgesagt haben. Alle gehen nun zum Stall, um das Kind zu sehen. Auch einige Bewohner aus Bethlehem, bei uns sind das Marlene und Till, sind schon im Stall eingetroffen. Nun wünschen wir viel Spaß und Unterhaltung mit Der Stern von Bethlehem. Gibt es Neuigkeiten? Nein, heute nichts Neues am Himmel. Wäre ja auch zu schön. Nun schauen wir schon so lange, zu lange. Er könnte bald am Himmel erscheinen. Sonst erleben wir das nie. Geduld, Geduld, wir müssen uns gedulden. Gott, gib mir bitte Geduld, gib sie mir aber schnell, schnell, schnell. Jetzt ist aber Schluss, geht an die Arbeit. Ja, ja, machen wir schon. Immer mit der Ruhe. Ja, so begann die Geschichte, die sich vor ungefähr 2000 Jahren wirklich zugetragen hat. Es war im Lande zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris in Babylonien. Dort erforschten drei weise Männer die Sterne und sie hielten nach einem ganz besonderen Stern Ausschau. Und das hatte eine ganz besondere Vorgeschichte. Die Babylonier unter ihrem König hatten 586 vor unserer Zeitrechnung Jerusalem erobert. Sie nahmen die Bewohner mit nach Babylonien in die Gefangenschaft. Einer von ihnen war Daniel. Obwohl er Gefangener war, wurde er wie durch ein Wunder hoher Staatsbeamter. Man ernannte ihn sogar zum Obersten über die Sternendeuter und Weisen. Daniel, der an den Gott Israels glaubte, hatte auch in der Gefangenschaft von den großen Taten erzählt,
die Gott an seinem Volk Israel getan hatte. Er erzählt auch, was in der Bibel im 4. Buch Mose steht. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein König aus Israel aufkommen. Und diese Geschichte von dem Stern hatten sich die Einwohner von Babylonien, dem Morgenland, von Generation zu Generation weitererzählt. Und nach diesem Stern suchten die Weisen ganz besonders. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Wie bitte, was gefunden? Bestimmt so ein langersehnten Traum. Ha, 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 nimm uns bloß nicht auf den Arm. Ich hab ihn, ja, ja, ich hab ihn gefunden. Darf ich auch mal das Fernrohr schauen? Tatsächlich, ich sehe ihn, wunderschön. Das glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Lass mich mal durchschauen. Ja, es stimmt. So hell, so leuchtend. Etwas ganz Besonderes. Ja, es ist wahr. Hätte ich nicht gedacht. Einfach fantastisch. Ja, sie hatten den Stern gefunden, von dem Daniel schon vor langer Zeit erzählt hatte. Und nachdem sie so lange gesucht hatten, sie freuten sich sehr und berieten, was nun zu tun sei. Ja, sie machten sich auf den Weg und es war ein langer, langer, beschwerlicher Weg. Aber sie ließen sich von keiner Schwierigkeit entmutigen. Sie folgten dem Stern und dieser führte sie nach vielen Tagen nach Jerusalem. Dort ließen sie sich dem König Herodes melden, der gerade Audienz hatte.
Mach Platz, geh zur Seite. Großer König Herodes. Wichtige Personen sind gerade am Hof eingetroffen. Drei Männer aus Babylonien. Babylonien? Ach du liebes Bisschen. Gibt es Krieg? Was wollen die bloß? Ich lasse bitten, führt sie herein. Willkommen in Jerusalem. Was führt euch zu mir? Wir grüßen euch in euer ganzes Haus. Unser Weg führt uns aus dem Morgenland bis hierher. Vom Beruf sind wir Wissenschaftler, die sich besonders mit den Sternen beschäftigen. Und was wollt ihr hier? Mach Platz, geh zur Seite, großer König Herodes. Die hohen Priester und Schriftgelehrten aus dem Tempel sind da. Da seid ihr ja endlich, ihr hohe Priester und Schriftgelehrten. Ist euch bekannt, dass es einen neugeborenen König der Juden geben soll? Was gibt es da noch lange zu tuscheln? Ich erwarte sofort eine Antwort. König Herodes, in unseren heiligen Schriften steht, dass dieser König... Ich bin viel zu schnell. König Herodes, in unseren heiligen Schriften steht, dass dieser König in Bethlehem geboren werden soll. Das steht hier in den Propheten geschrieben, und zwar in Micha 5,1. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Thank you.
alle weg, lasst uns alleine. Zeremonienmeister, lasst die Halle räumen. Meine Herren aus dem Morgenland, ihr bleibt hier, nun kommt schon. Kommt ein wenig näher, ihr habt also einen Stern gesehen? Ja, einen hellen, wunderbaren Stern, dem sind wir gefolgt. Einem Stern gefolgt? Ja, wisst ihr denn nicht davon? Schon vor Hunderten von Jahren wurde es in den heiligen Büchern der Juden, im 4. Buch Mose, aufgeschrieben. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein König aus Israel kommen. Ja, ist schon gut. Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr folgt diesem Stern weiterhin. Und wenn ihr diesen neugeborenen König gefunden habt, dann sagt mir Bescheid. Dann will ich auch hingehen und ihn anbeten. Und nun geht's. Jawohl, das tun wir. Vielen Dank für die Audienz. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann werde ich ihn umbringen lassen. Ha, ha, ha. Der König Herodes und die Bewohner von Jerusalem hatten einen großen Schrecken bekommen. Sollte den König Herodes Konkurrenz bekommen? Sollte er abgesetzt werden? Jerusalem hatten einen großen Schrecken bekommen. Sollte den König Herodes Konkurrenz bekommen? Sollte er abgesetzt werden? Während der König sich seine Gedanken machte, waren die drei Weisen schon wieder auf dem Weg. Sie waren ganz aufgeregt. Der Stern wurde immer größer und das bedeutete, das Ziel war nicht mehr weit. Und so kamen sie nach Bethlehem. Schließlich standen sie vor einem Stall, und über dem der Stern stand. Er strahlte jetzt am hellsten. Vor dem Stall standen Hirten und andere Leute, die sehr fröhlich waren. Was mochte wohl der Grund sein? Seid gegrüßt, wir kommen aus dem Morgenland und sind diesem Stern da oben gefolgt. Shalom, was tun solch edle Herren in dieser Gegend? Wollt ihr vielleicht auch zu ihm in den Stall? Wer ist denn dort im Stall? Christus, der Heiland dieser Welt, wir haben ihn gesehen. Genau, wie es der Engel gesagt hat. Welcher Engel? Thank you.
Das ist ja interessant, aber jetzt wollen wir einmal in den Stall gehen. So gingen die. So gingen die drei Weisen, die Hirten und sogar einige Kinder mit ihren Eltern in den Stall. Dort fanden sie Maria und Josef, ein junges Ehepaar. Sie hatten dort ihr Quartier aufgeschlagen. Leider hatten sie in Bethlehem kein Zimmer mehr in einem Gasthaus gefunden. Die Stadt war überfüllt mit Leuten aus dem ganzen Land. Sie alle mussten auf dem Befehl des römischen Kaisers Augustus an einer Völkerzählung teilnehmen, die er angeordnet hatte. So waren auch Maria und Josef, den langen Weg aus Nazareth gekommen. Und weil Maria ein Kind erwartete, hatte der Wirt ihnen aus lauter Mitleid diesen Stall als Unterkunft angeboten. In dieser Nacht war dann das Kind zur Welt gekommen. Dass es im Stall kein Bett gab, hatte Maria das Kind in Windeln gewickelt und dann in eine Futterkrippe gelegt, aus der sonst die Tiere ihr Futter fraßen. Oh, schau, die Männer aus dem Morgenland legen ihre Geschenke vor der Krippe nieder. Und was für Geschenke? Weihrauch. Ganz schön teuer. Myrrhe. Ein tolles Parfüm. Sogar Gold. Und jetzt knien sie nieder und beten das Kind an. Und so beten sie das neugeborene Kind an. Wer konnte es damals erahnen, dass dieses kleine Kind einmal die ganze Welt verändern würde? Und über dem Stall stand strahlend der Stern von Bethlehem, ein sichtbares Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen.
Liebe Gäste, ich persönlich würde mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken bei den Sängerinnen und den Schauspielerinnen und den Sängern und den Schauspielern. Es war eine ganz hervorragende Vorstellung. Dankeschön. Normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle Herrn Hauff und Frau Prade einen Blumenstrauß überreichen. Sie haben mich gebeten, das nicht zu tun. Stattdessen werde ich, auch im Namen der Grobesmühle und der Grundschule, vorne in die kleine Kasse, die dort sein wird, oder ein kleiner Kasten, der dort sein wird, etwas reinlegen. Und ich würde Sie bitten, wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Sie mögen, für einige neue Musikinstrumente, das Orff'sche Instrumentarium, um das aufzustocken, eine kleine Spende zu hinterlegen. Für den Fall, dass Sie Lust haben, dass es Ihnen gefallen haben und dass Sie mögen. Ansonsten wünsche ich nochmal herzlichen Dank an alle und ich wünsche einen schönen Nachmittag.